So hatte dich Pokémon Go ausspioniert und was es mit dem Corona-Satelliten auf sich hat. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, so hatte dich Pokémon Go ausspioniert und was es mit dem Corona-Satelliten auf sich hat. Scheint mir eine miese Schwurbelei zu sein, also die Aluhütchen müssen ausgepackt werden. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Wir gehen da jetzt rein, Langer. Und los. Bester Mann, Digga, der war hier auch öfter schon im Chat, Digga. 9 Minuten, wechselt die Perspektive, haben wir schon 2, 3 Videos reingezogen. Der hat für mich meiner Meinung nach, ich muss mal hier abonnieren, für mich meiner Meinung nach immer noch zu wenig Abonnenten. Deswegen geht mal rüber, checkt mal den Kanal ab. Und so, der hat eine gute Stimme. Ich habe immer noch dieses Ding im Kopf. Hast du schon mal einen Blick gespürt? Das war das erste Video, was wir uns von ihm reingezogen haben. Bester Mann, Digga, los geht's. Hallo, liebe Freunde. Ich möchte euch ein spannendes Thema vorstellen, worauf ich zwar vor längerer Zeit gestoßen bin, doch es immer noch für relativ aktuell halte. Es geht mir auch darum, ein gewisses Bewusstsein zu schaffen für Gefahren der digitalen Spionage über beispielsweise Apps, die wir oftmals ohne weiteres auf unser Smartphone installieren und somit auch sensible Daten preisgeben. Okay. Ich finde ihm seine Stimme ist schon geil, Bruder. Ich finde das. Ich frage mich, warum der noch so wenig aufmerksam hat, sage ich euch ehrlich. Ich finde die Videos gut gemacht, gute Stimme, gut zusammengefasst, gute Sprache, Bro. What the fuck? Ist Pokémon Go als Spionagetool und was es mit den Spionagesatelliten mit dem Codenamen Corona auf sich hat? Was? Der hat den Codenamen Corona, Digga? Ist dein Ernst? Ihr erinnert euch alle wahrscheinlich noch an die populäre Spiele-App Pokémon Go. Digga, das war krass, ne? Die ganzen NPCs draußen am rumlaufen, Digi. Fuck, Bro. Ich weiß noch, in Mannheim Wasserturm und so standen die da mit ihrem Handys, wollten irgendwelche Pokémons auffangen, Digga. The fuck? Wer von euch hat da mitgemacht? Seid ehrlich. Als vor allem viele junge Menschen auf die Straßen stürmten, um virtuelle Fantasiewesen einzufangen. Krass, Digga, ne? Wie das war, das kam schnell und ging auch wieder schnell. Pokémon Go war ein standortbezogenes Spiel basierend auf dem Prinzip des ARs, sprich der sogenannten erweiterten Realität, der Verschmelzung der Wirklichkeit mit der virtuellen Welt. Ein paar Leute spielen das noch, glaube ich, ne? Der Verlauf konnte durch die Ermittlung der Geodaten des Spielers mit Hilfe von GPS beeinflusst werden und konnten die Spieler im Freien mit Echtzeitlokalisierung und der Freischaltung der Kamerafunktionen ihres Smartphones. Bruder, der einzige Vorteil war, dass die Jungs innen mal wieder rausgegangen sind in die Sonne, Digga, in die frische Luft. Zwar es nicht genießt haben und nur am Handy Dings gehangen haben, so, aber wenigstens waren die mal wieder draußen, Digga. Sozusagen auf Pokémon-Jagd gehen. Ein Spiel, das im ersten Eindruck nur dem Spaß- und Unterhaltungsfaktor dient. In Deutschland wurde das Spiel erstmals im Juli 2016 freigegeben und wurde die App im selben Jahr insgesamt 7,7 Millionen Mal hierzulande und bis Ende 2018 über 1 Milliarde Mal weltweit runtergeladen. Digga! Ab 2020 geriet das Spiel jedoch aufgrund der Corona-Pandemie und den Ausgangsbeschränkungen als... Wegen Corona ist es da. In Vergessenheit. Niantic Incorporation ist der Name des amerikanischen Softwareunternehmens, welches nicht nur Pokémon Go, sondern auch weitere AR-Spiele wie Ingress oder auch Harry Potter entwickelt hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 von John Hank noch unter dem Namen Niantic Labs als internes Startup bei Google gegründet, bevor es sich im Jahr 2015 von Google trennte und als eigenständiges Unternehmen auftrat. Jetzt wird es interessant. Wer ist eigentlich dieser John Hank? Hank ist ein US-amerikanischer Unternehmer und nicht nur der Gründer und Geschäftsführer von Niantic, sondern auch 2001 der Mitgründer und Geschäftsführer von Keyhole Incorporation, einem Unternehmen für raumbezogene Software, die Nutzern weltweite Satellitenbilder bereitstellte. Diese damals neue Technologie zur Kartografierung erregte 2003 während der Irak-Invasion große Bekanntheit und mediale Aufmerksamkeit, als das Unternehmen auch US-Medien Satellitenbilder von Bagdad bereitstellte. So konnten 3D-Geobilder mit Karten und Informationen verbunden werden, krass, was vor allem für das Pentagon sehr nützlich war. Damit haben die Menschen zerbombt. Von zu Hause aus, Digga, mit Stick. Im Juni 2003 investierte in Qtail, eine Investitionsfirma, welche sich aus den Haushaltsgeldern der CIA speist, in Keyhole und rettete es vor dem anstehenden Bankrott. Auf in Qtail gehe ich aber gleich noch näher ein.
Keyhole wurde schließlich 2004 für 35 Millionen US-Dollar von Google aufgekauft. Dort wurde Hank stellvertretender Vorsitzender. Ich habe irgendwas auch mit Street View gesehen. Die haben auch Street View gemacht, wa? Der Geo-Abteilung und leitete die Umgestaltung der Keyhole-Technologie zu Google Earth und Google Maps. Er handelte außerdem aus, dass beispielsweise Google Maps ins iPhone standardmäßig integriert wird. Weitere Produkte, an denen Hank beteiligt war, sind unter anderem Google Street View, SketchUp oder Panoramio. Nebenbei angemerkt, die Gründer von Google, Sergey Brin und Larry Page, waren schon zu Beginn der Entwicklung von Google sehr gut vernetzt. Zu ihren Sponsoren gehörten unter anderem die NASA. NASA, Digga, Stichwort. DARPA, eine Forschungsbehörde des Pentagons, die unter anderem den Vorläufer des heutigen Internets namens ARPANET entwickelte. Krass, Bruder, heftig. Nun, der Unternehmensname Keyhole, was übersetzt Schlüsselloch bedeutet, ist angelehnt an der Bezeichnung der Keyhole bzw. abgekürzt KH-Serie optischer Spionagesatelliten der USA, um genauer zu sein der CIA. Zufälligerweise war der Codename der ersten Spionagesatelliten Corona. Der Corona-Satellit flog von 1960 bis 1972 mit der Mission Wichtige Informationen während des Kalten Krieges über die ehemalige Sowjetunion, China sowie des Nahen und Mittleren Ostens zu liefern. Insgesamt wurden mindestens 287 Satelliten der KH-Serie seit den 60er Jahren gestartet. Digga, das ist schon krass, ne? Das Ding hieß einfach Corona, bruv. Ein Programm wurde erst in den 90er Jahren bekannt gegeben und wurden auch Bilder freigegeben, jedoch blieben die Berichte dazu weiterhin geheim. Corona Program Manager. Corona heißt halt sowas, einer sagt, der Kevin sagt gerade, es gibt doch einen Rapper, der Corona heißt. Ja, Corona heißt ja sowas wie Krone, ne? Ich habe euch auch dazu ein Dokument von der NRO. Gibt es doch Latein, Digga. Heißt das sowas wie Krone, glaube ich, oder nicht, Digga? Weil das Coronavirus halt so Zacken hat, Digga, so Dings, was auch so kronenähnlich aussieht. Ja, siehst du? Unten in der Videobeschreibung verlinkt. And most dramatic, I believe, was indeed the beginning of the space era. Well before Corona, the Soviets put in orbit, in the year 1957, Sputnik 1. Sputnik 1 was a dramatic illustration that the Soviets indeed possessed the capability to launch a weapon against the United States. The remaining question, however, was whether indeed such weapons were being deployed. We could not provide an answer to that question. This led rather directly to the famous missile gap debates that occurred during the presidential campaign in 1960. In fact, in that same year, Corona was first successfully recovered. That is, the film of the Soviet Union was brought back to the United States, and we could begin to provide answers. By the mid-1960s, we knew with great confidence the exact number of weapons of all types that were deployed in the Soviet Union. It was this information which made it possible for us to start to consider strategic arms talks with the Soviet Union, and indeed, because of the high confidence that we knew the exact number of weapons, this country entered those discussions, and as you know, they were successfully completed. Apropos Corona und Spionage, ich möchte nochmal hier beiläufig an die Corona-Warn-App und die Kontaktverfolgung erinnern. Und dass Apple und Google die Corona-API auf iOS und Android-Smartphones automatisch im Hintergrund über einem Software-Update installiert hatten. Das war krass, Digga. Ohne dass die Nutzer darüber informiert waren. Das war krass, Bro. Corona-Warn-App, Bruder. Also bei diesen Sachen hast du gemerkt, in welche Richtung es gehen soll. Meiner persönlichen Meinung nach so. Corona war für mich auch nur ein Vorbote für Dinge, die sowieso in der Zukunft passieren werden, so weißt du? Dass du deinen Impfausweis irgendwo scannen musst, weißt du, wie ich meine? Dass du irgendwie den halt scannst, damit du in den Flughafen reinkommen kannst, so. Dann diese Kontaktverfolgung, Kontaktbeschränkung, dass du nach Status, je nachdem, was für einen gesundheitlichen Status du hast quasi, dann irgendwo rein darfst oder nicht rein darfst.
Bro, dass diese ganzen medizinischen Daten von jedem Menschen auf Smartphones gespeichert sind und getrackt werden quasi und dass du erkennen kannst, dass ey, der Typ neben mir hat jetzt gerade das oder die Krankheit so. Musst du dir mal überlegen, Bro. Was? App wurde heimlich installiert? Hast du nicht mitbekommen, Free Engel? Das wurde einfach mit einem Update halt auf deinem Handy installiert. So. Musst du beim iPhone-Update, weiß ich noch, da haben die dich so, musstest du reingehen und dann Nutzungsbedingungen und dann konntest du das erst lesen. So. Ich habe mich dagegen gesträubt vor lange, aber irgendwann musstest du halt ein Update machen. Also du musstest nicht, aber irgendwann haben halt Features teilweise nicht mehr funktioniert, dann warst du gezwungen quasi. Nun gut, zurück zu InQtel. Der Kevin sagt aber, dass der Corona-Zug ist irgendwie abgefahren, höre nichts mehr. Ja, das war aber auch nur eine Vorbereitung, Bro. So, wir haben jetzt diese ganzen Technologien und diese ganzen Sachen schon mal gesehen und die wurden dann aber auch in anderen, die werden dann mit anderen Themen auch wieder gleich ausgenutzt. So. Zum Beispiel im Sommer haben die dann uns versucht einzutrichtern, dass wir zu Hause bleiben sollen, weil die Sonne zu krass ist und dann haben die Desinfektionsautomaten mit Sonnencreme-Automaten ausgetauscht. Und dann kommt bald vielleicht irgendwann irgendwie so ein Punktesystem, wo du CO2 ausstoßt und so, dann hast du wieder eine App und so. Wir sollen uns daran gewöhnen, an diese Dinge. InQtel ist ein US-amerikanisches Non-Profit-Unternehmen des CIA. Hä, ich hatte es nicht auf meinem Handy. Doch, du hattest im Hintergrund die Scheiße am Laufen, Bro. Trust me. Es 1999 unter dem Namen Peleus gegründet wurde. Es stellt unter anderem junge Unternehmen der Informationstechnologie ein Risikokapital zur Verfügung mit dem Ziel, neue und relevante Technologien frühzeitig zu erkennen und sie für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten nutzbar zu machen. Hierfür investierte InQtel beispielsweise in der Zeit um das Jahr 2005 37 Millionen US-Dollar pro Jahr. Zu den Dutzenden von Beteiligungen des Unternehmens gehören oder gehörten das Cloud-Unternehmen HITRUST, Recorded Future, ein Unternehmen, das beispielsweise Datenanalyse und Prognosesysteme auf... Song Wukong sagt es gerade, Corona war auch nur ein trojanisches Pferd für die Corona-Maßnahmen, um uns zu programmieren, Freiheit für Sicherheit einzutauschen, ohne zu hinterfragen. Boom. ...im offenen und Darknet den Sicherheitsbehörden zur Verfügung stellt. Sowie auch Palantir Technologies, welches auch in Europa für Wirtschaftsunternehmen in der Finanz- und Pharmabranche Überwachungssoftware bereitstellt. Aber auch der deutschen Polizei und dem BND. Des Weiteren ist Palantir Technologies Mitglied bei Gaia-X. Gaia-X ist ein gemeinsames Projekt zur sicheren und transparenten Dateninfrastruktur innerhalb Europas, das von Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, vor allem aus Deutschland und Frankreich, getragen wird. Digga, das ist eben, also mit diesen ganzen, also jetzt mittlerweile, also aktuell juckt mich das nicht, welche Daten die von mir haben und was abgeht und so. Aber es wird halt dann interessant, wenn du jemand bist, der systemkritisch ist und bei der Entwicklung, die kommen wird, nicht mitmachen möchte. Dass du alle deine Gesundheitsdaten auf dem Handy drauf hast und irgendwelche Apps scannen können oder dass du irgendwie was zeigen musst, damit du überhaupt noch fliegen kannst, Digga, ob du diese Impfung hast oder das hast oder dies hast. So. Das, dann wird das Thema halt richtig interessant werden. Dann wird sich das ganze Thema zuspitzen, so, weißt du? Weil wenn du dann nicht mitmachst, Bro, dann wissen die, wo du bist, die wissen deine Daten, die wissen, die können die Sachen einschränken mit einem Knopfdruck, Digga. Irgendwann haben wir auch kein Bargeld mehr, Digga. Wir haben kein Geld mehr physisch in der Hand, sondern nur noch auf dem Handy in der App drin. Weißt du, wie ich meine? So, dann können die mit einem Knopfdruck die App einfach lahmlegen oder dein Geld lahmlegen, so. Weißt du, wie ich meine? Ist halt schon crazy, Bro, diese ganze Entwicklung. Deswegen schon jetzt nicht mehr mitmachen. Ja, was soll ich dir sagen, Bruder? Ich habe auch nicht mitgemacht bei dieser ganzen Corona-Scheiße und so, weißt du? Teilweise machen wir alle mit, auf eine gewisse Art und Weise so, weißt du? Wie soll ich denn... Ja, man müsste halt komplett dezentral leben, irgendwo im Dschungel selber Essen machen, Digga, kein Handy mehr haben, kein Bankkonto mehr haben, alles selbst anpflanzen und so und dich vom System komplett entkoppeln. Das wird dann so die Zukunft sein, eventuell bei mir, aber ja, es ist halt... Schwierig. Investierte auch in deutsche Unternehmen wie in dem Dresdner Hersteller von Ionenantrieben für Kleinsatelliten, Morpheus Space. Ein deutsches Morpheus, Digga. Luft- und Raumfahrtunternehmen mit ranghohen Beratern aus dem. CIN investiert in Dresdner Raketen-Startup. Ey, kann mir mal einer erklären, das will ich jetzt gerne mal wissen, so. Bei dieser Raketenabfeuerung, die da unten noch gerade gezeigt wird, ne? Was steht da? Ein Raketenstart vom US-Weltraumbahnhof Cape. Carnival,
Canaveral, wenn die dann so hochfliegt und dann so einen Bogen macht, so, ne, heißt es das nicht, dass die dann irgendwie irgendwann wieder nach unten geht, Digga? Also dieser Bogen sieht für mich aus, als ob die, oder was passiert da, Digga? Wie funktioniert das? Sieht für mich nicht so aus, als ob die hoch ins Weltall fliegt. Weißt du? Da stoßen wir langsam zu weit vor. Kehren wir wieder zurück zum Ausgangspunkt. Während mit Google Earth und Street View weltweit Bilder von Straßen und Außengebäuden gemacht wurden, ermöglichte Pokémon Go... Die fliegen in die Erdkrümmung rein. Wie meinst du? Um die Erdbeschleunigung mitzunehmen. Wie jetzt? Also die fliegen so und dann fliegen die irgendwann wieder hoch oder was? Wie meinst du? Oder was? Wie? Treibstoff sparen, Geschwindigkeit aufzubauen. Welche Geschwindigkeit? Aber wie wollen die denn hoch dann raus? Wie wollen die dann raus? Den Zugang zu geschlossenen Räumen und Gebäuden. Mitunter das massenhafte Sammeln von Bewegungsprofilen, da die Kamera immer aktiviert ist, auch wenn der AR-Modus ausgeschaltet ist. Spieler, die ohne es zu wissen als Spione fungierten. Stichwort Open Source Intelligence. Erinnert ihr euch eigentlich noch an den NSA? Keiner kommt aus dem Firmament, schreibt Azad, Digga, bester Mann. Skandal im Jahr 2013 und daran, wie die Bundesregierung sich darüber empörte. Skandalös ist lediglich die Naivität angesichts dieser Tatsachen. Die Naivität derjenigen, die wirklich glauben, dass dies keineswegs der Fall sein könnte. Drittens. Es ist die Vermutung geäußert worden, dass massenhaft Daten deutscher Bürger an die USA, an den NSA übermittelt worden sind. Ja. Diese Aussage ist eindeutig falsch. Es gibt lediglich zwei Datensätze, die von Deutschland in die USA übermittelt worden sind. Und davon kann nicht gesprochen werden, dass das eine millionenhafte Überweisung sei. Die Rechtsgrundlage, ja, nee, ist klar, Bro. War Paragraf 7a G10 Gesetz. Ich lege Wert auf die Feststellung, deutsches Recht, der haben wir uns sehr intensiv gewidmet. Und zwar nicht nur, indem wir mit den amerikanischen Diensten gesprochen haben, sondern selbstverständlich auch mit die Merkel-Lange. Diensten. Der Kanzleramtsminister hat hier umfangreiche Aufklärung geleistet, wird das auch morgen wieder im PKGR tun. Und wir haben gleichermaßen alle Internetknotenbetreiber gefragt, ob sie irgendwelche Anhaltspunkte haben, dass Ausspähungen stattfinden. Alle haben das verneint. Ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln. Ein anderer Punkt. Ja. Interessante Geschichte auf jeden Fall hier, Alter. Interessante Geschichte. Da haben wir einige Sachen miteinander verbunden hier. Pokémon Go, dann diese Corona-Satelliten, Corona-Pandemie an sich und dann auch noch der NSA-Skandal und so. Interessantes Thema auf jeden Fall. Leute, lasst eure Gedanken dazu wie immer unten in den Kommentaren da. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Na, meine Süßen. Peace out.